So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Sinking City. Und ich bin direkt mal am Schrein, weil wir am Bootsfahren sind. Muss ja lang. Geradeaus. Eine ganze Weile geradeaus. Das ist jetzt leider der schnellste Weg. Wobei das Boot jetzt auch nicht mehr so laut ist. Es war schon lauter. Die Geräusche sind runtergegangen. Vom Pegel her, oder? Man versteht mich noch. Hat sich schon was getan. Aber wir haben noch Gedankenspiele offen. Also man versteht sich doch sehr gut. Dann muss ich halt nur lauter reden und dann geht das schon. Ah, das. Hä? Fischleide, EOD. Warte mal. Habe ich hier nur die Markierung falsch gesetzt oder was ist das? Warte, 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 warte. Ecke Hawking Lane, Liberty Road. Stimmt doch dann nicht. Das bist du. Ah, da müssen wir mal zurück. Hier war ich schon. Es ist wieder direkt im Monster. Da habe ich so keine Lust vor. Geht da bestimmt drauf. Ach nee, das ist noch vor dem. Ja, da waren wir doch schon. Das war doch das, wo wir schon mal waren. Warum werden hier die Gedankenspiele immer noch angezeigt? Ach, das kann ich jetzt auswählen, oder was? Ah. Ah. Okay. Man sieht sich. Möge die See sie schützen. Die Tür gibt nicht nach. Okay, ich muss mit ihm reden. Hallo, Daryl. Ich diene der See. Die See segne Sie, Mr. Reed. Schön, Sie wiederzusehen. Darf ich reingehen? Sicher. Kein Problem. Und lassen Sie sich ruhig Zeit. Daryl, hören Sie mir gut zu. Wenn Sie am Leben bleiben möchten, müssen Sie die Stadt verlassen. Sofort. Die Sache mit dem vergifteten Fisch hat für ganz schönen Wirbel gesorgt. Der EOD ist wachsam wie ein Hund und wird irgendwann die Wahrheit herausfinden. Was? Das kann ich nicht glauben. Daryl, ich sage das nur, weil Sie in Ordnung sind und ich Sie schätze. Verlassen Sie diesen Ort und vergessen Sie den EOD, oder er wird Sie noch umbringen. Schon gut, schon gut. Wir stehen auf derselben Seite. Ich gehe. Machen Sie es gut, Daryl. Möge die See Sie beschützen, Mr. Reed. Das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut, dass er das gemacht hat.
Waren das alle oder sind hier noch mehr? Da drüben sind noch welche. Nee, finde ich wirklich gut, weil ich fand den nämlich auch sehr sympathisch. Handlanger des Professors. So, was ist der nächste Schritt? Er ist hier in der Nähe. Wo denn? Läutet euch, denn die Dämmerung naht. Ach, da ist er. Die Sache ist erledigt. Ich habe den Fisch vergiftet. Sehr gut. Das wird dem EOD in Oakmont einen schweren Schlag versetzen. Sie haben ein gutes Werk getan, Mr. Reid. Ich hoffe, Ihr Spitzel ist die Sache wert, George. Er erwartet Sie bereits im Untergeschoss des Fischmarkts. Er heißt Fred. Sie müssen ihm eine Losung sagen. Sie machen Witze. Schon wieder eine Losung? Oh, ja. Wir haben beschlossen, uns die Praktiken des EOD zunutze zu machen und sie gegen diese Leute einzusetzen. Witzig, finden Sie nicht? Ja, sehr witzig. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht totlache. Wie auch immer, die Losung lautet: Die See ist eine grausame Gefährtin. Viel Glück. Kennen Sie Harriet Doe, eine Professorin an der Universität? Harriet. Ah, ja, ich erinnere mich. Eine ausgezeichnete Anthropologin. Ich habe früher immer gerne ihre Artikel gelesen. Ist sie es, nach der Sie suchen? Ja. Sie nahm an Throckmortons kleiner, Expedition in die Tiefe teil. Dort wurde sie vom EOD verschleppt. Scheint wohl ein Hobby von diesen Leuten zu sein, aufstrebende Wissenschaftlerinnen von der Universität zu entführen. Was für Freaks. Wiedersehen. Ja, brauchen Sie etwas? Was kann... Okay. Zum Fischmarkt. Wieder mit dem Boot. Ich für Sie tun. Boot ist ein Freund. Durch. Das ist ja, als wenn ich immer wieder absetze, Land, Wasser, Land mache, dann fahre ich lieber einen kleinen Umweg, fahre hier unten lang. Wetter ist ziemlich eklig. Regnet auch noch. Wenigstens habe ich die richtige Montur an. Apropos Montur, mir fällt ein, wir haben in den letzten Folgen irgendwie ein neues Outfit freigeschaltet. Das muss ich mir demnächst mal anschauen. Turbo-Modus wäre mal geil. So auf geraden Strecken wenigstens. Genau, wir hatten das Outfit freigeschaltet, als ich dem Typ da seine Buden ausgeräuchert habe. So, irgendwo hier unten. Ich
hier unten. Hallo, sind Sie Fred? Vielleicht. Was wollen Sie? Schon komisch. Das Wasser ist unruhig, das Wetter ist schlecht und ich vermisse mein Boot mehr denn je. Wie sagt man so schön? Die See ist eine grausame Gefährtin. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Aber hören Sie zu, es gibt da etwas, das Sie interessieren könnte. Sie suchen nach Professor Doe, nicht wahr? Die Wissenschaftlerin, die vom Orden entführt wurde. Ich denke, wir können uns gegenseitig helfen. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, wo sie ist? Nicht so schnell, mein Freund. Ich sagte, gegenseitig helfen nicht. Ich plaudere alles aus. In dieser Stadt gibt es nichts umsonst, was? Verstehe. Fahren Sie fort. Sie werden es nicht bereuen. Sie konnten sich schon ein Bild von der Stadt machen, nicht wahr? Dann haben Sie einen Vorgeschmack auf das bekommen, was noch bevorsteht. Ich will raus. Aus dem Orden und aus der Stadt. Das Problem ist, dass es deutlich leichter ist, in den Orden einzutreten, als ihn zu verlassen. Bereits der geringste Verdacht bedeutet den sicheren Tod. Ich brauche jemanden, der mich heimlich aus der Stadt schaffen kann. Und das ist dieser Tage alles andere als leicht, mein Freund. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen dabei helfen könnte. Sie sind doch Detektiv. Hier in der Stadt gibt es Schmuggler, die wissen, was zu tun ist. Finden Sie sie und schon haben Sie mir geholfen. Angeblich kommunizieren Sie über Anzeigen in der Zeitung. Jede Woche taucht eine neue auf, die irgendetwas mit Salvation Harbor zu tun hat. Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und dann hoffe ich für Sie, dass Sie nützliche Informationen über den Verbleib der Professorin haben. Ich weiß, wohin sie verschleppt wurde. Ich kann sie dorthin bringen. Aber vorher müssen Sie mir helfen, und zwar schnell, sonst bin ich vielleicht tot, bevor ich Ihnen nützlich sein konnte. Der arme Mann kann keine Zeitung lesen, scheinbar. Na gut, ich bin ja auch Detektiv. So, zum Chef müssen wir mal. Wo hat er sein Haus? Wo war das nochmal? Ja, wir lesen können, ist ein Vorteil, ne? Old Grove. Hier. Carpenter. Ne, hier. Oh. Kommen wir da hin? Nicht mal eine anständige Schnellreise. Oh, das ist ja echt mies. Ich könnte mich schnell reisen, wenigstens hierhin. Na gut. Oh Mann, wo bin ich hier eigentlich? Ich verlaufe mich ja schon in dem Keller hier. So, Schnellreise. Schnell zur Schnellreise. Wenigstens ein paar Sekunden. Weil näher komme ich nicht. Nee. Und danach müssen wir zur Zeitung und da die Zeitung durchblättern wahrscheinlich. In der Hoffnung, dass wir da irgendwelche guten Hinweise finden auf Schmuggler. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, kein Wunder, dass sich das Spiel so in die Länge zieht, ne? Wenn jeder Gefallen an Gegengefallen braucht.
dann zieht sich der Kram natürlich unheimlich in die Länge. Und es ruckelt ganz schön gerade. Aber an und für sich ist es ja kein schlechtes Spiel, ne? Also hat halt ein paar Bugs bis jetzt. Aber ich finde, das macht schon Stimmung irgendwie. Und die Rätsel sind schon knackig. Muss man auch sagen. Ich weiß, wer hinter der Entführung von Professor Doe steckt. Eine Organisation namens Esoterischer Orden des Dagon. Die meisten Mitglieder der Organisation treiben sich auf dem Fischmarkt herum. Aber sie scheinen überall Leute zu haben. Selbst in der Universität. Ich wusste doch, dass mit dem EOD etwas nicht stimmt. Ein Unterschlupf für diese dreckigen Innsmouther ist das, nichts weiter. Ich werde die Organisation in Grund und Boden stampfen. Wollen Sie etwa die Gunst der Stunde nutzen, um an den Innsmouthern ein Exempel zu statuieren? Die meisten Mitglieder des EOD, mit denen ich zu tun hatte, waren Einheimische. Und der einzige Innsmouther, mit dem ich bisher geredet habe, war ein netter Kerl. Sie sollten Ihre Vorurteile auf den Prüfstand stellen. Unterstellen Sie mir etwa, dass ich ein Eiferer bin, Reed? Ein Eiferer? Das habe ich auch noch nicht gehört. Was ist denn ein Eiferer? Ist das ein anderes Wort für Faschist oder was? Hab ich noch nie gehört. Ist es einer von euch? Das kann so nicht weitergehen. Ja, sie sind. Die hat das doch den gleichen Kontext, oder? Ich bin gerade ein bisschen. Er überlegt aber lange. Oder bin ich das? Robert, hören Sie, das kann so nicht weitergehen. Der Groll, den Sie gegen die Innsmouther hegen, hilft niemandem. Wer Öl ins Feuer gießt, verbrennt sich letzten Endes selbst die Finger. Sie haben meinen Sohn auf dem Gewissen, Snob. Ich weiß, aber was haben Sie getan, um dieses Verbrechen zu verhindern? Anstatt den Innsmouthern zu helfen, haben Sie sie zu Ihren Feinden erklärt. Was haben Sie erwartet? Sie haben die Wahl getroffen, sie als Neuankömmlinge zu brandmarken und in ihrer Not allein zu lassen. Ich bin auch ein Neuankömmling. Vergessen Sie das nicht. Ist es denn verwunderlich, dass verzweifelte Innsmouther Schutz bei einer radikalen Organisation wie dem EOD suchen? An wen hätten Sie sich sonst wenden sollen? Ich werde über Ihre Worte nachdenken. Also Navi schreibt hier eine fanatische Person. Okay, gut. Wieder was dazugelernt. Was meinen Auftrag betrifft. Ich werde meine Suche nach Professor Doe fortsetzen. Ich habe eine vielversprechende Spur. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen wollen? Alles wie gehabt. Finden Sie Harriet und bringen Sie sie wohlbehalten zurück. Sie meinten, wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Ich habe etwas für Sie, das Ihnen von Nutzen sein könnte, falls Sie in Bedrängnis geraten. Und jetzt gehen Sie. Ich habe genug gehört. Eine Schrotflinte, na schön, na endlich mal was Ordentliches hier, womit man auch was anfangen kann. Jawohl. Haben wir eigentlich neue Punkte, die wir verteilen können? Ah ja, wir haben einen neuen Punkt. Lebenskraft erhöhen. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt jetzt mal.
wir mal. Schrotflinte, ja, die Schrotflinte ist nur was Ordentliches. Okay, mehr können wir hier nicht fertigen. So. Ja, eine Schrotflinte, jawohl. Das ist schön, das freut mich. So. So leicht kann man mich glücklich machen, eine Schrotflinte. Familienbande. Genau, dann müssen wir jetzt zur Zeitung. Oakmonter Chronicle. Also den Weg, den wir eben genommen haben, wieder zurück. Wird nicht wieder so ein Schnitzeljagd jetzt. Ja, weil da waren schon Monster zwischendurch, die da konnte ich ja mit meinen Pistolen überhaupt nicht viel ausrichten. Da habe ich ewig draufhalten müssen, das war echt blöd. Ich denke, mit der Schrotflinte kommen wir da ein Stück weiter jetzt. Es ruckelt ganz schön zwischendurch. An der Hardware kannst du nicht liegen. Wie ging das so? Zeitraum, Personengruppe, prominente Amtsträger, sonstige Rubrik. Anzeige. Dann der Zeitraum vielleicht. Zuerst. Ja. Die Zeit ist gekommen, den zahnlosen Bob für seine letzte Reise lebewohl zu sagen. Die Totenwache wird in der Bar Seven Oaks abgehalten. An der Kreuzung Calmshore Street und Salvation Road im westlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor. Wunderschön. Totenwache für den zahnlosen Bob. Na. Markiert. Salvation Harbor. Seven Oaks Bar, Calmshore Street, wo ist er? Da, an der Kreuzung Salvation Road. Seven Oaks Street, heißt sie sogar. Ist das sogar hier das Ding oder was?
Ja, das ist sogar hier der direkte Punkt. Da können wir sogar schnell reisen. Das ist super. Spart uns viel Zeit. Wenigstens mal was Gutes. Nein, da kommen wir nicht hoch. Ah. Kommen wir da rüber irgendwie? Nee, kommen wir so nicht hoch. Wenn es so aussieht. Diese Stadt. Oh, die Folge ist wieder zu Ende. Dann beenden wir die Waffe. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne ein Like, einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.